hätte nie gedacht damals, dass es mir so gut gefällt, wie es jetzt der Fall ist. Ich bin die Ute Glenk, wohne in Maxhütte-Heidhof, genauer gesagt in Degelhof. Bin vor 25 Jahren aus Südafrika mit meiner Familie hierher gekommen in die Oberpfalz. Eigentlich komme ich aus Neuenstadt am Kocher und da wollte ich auch nie weg. Da haben wir uns ein Haus gebaut, haben zwei Kinder bekommen und irgendwann kam dann mein Mann mit der Idee, ich hätte da ein Angebot für 3 Jahre nach Südafrika. Da habe ich gedacht, okay, Südafrika, das passt. Das dritte Kind ist auch in Südafrika geboren, das heute die Oberpfälzischste überhaupt ist, der mir die Oberpfälzer Bodenständigkeit mit dem Löffel gefüttert haben. Mein Mann wurde dann nach Teublitz versetzt. Da habe ich gedacht, oh je, eigentlich wollte man ja wieder zurück nach Neuenstadt. Aber ja, das Leben hat anders mit uns gemeint und ich konnte mich dann doch darauf einstellen, gut, es geht jetzt in die Oberpfalz und nicht nach Baden-Württemberg. Dann war in Leonberg ein Festzug. Ich bin daneben gestanden und denke, oh, die wissen alle, wo sie hinhören, aber ich bin noch nicht angekommen. Und beim nächsten Festzug, der dann in Maxhütte war, sind wir dann schon mitgegangen, weil ich mag nicht daneben stehen. Ich möchte immer dabei sein. Das Leben in Südafrika war auch schön, aber es war anders wie hier. Es war viel zu gefährlich. Um jedes Haus war eine Mauer, zum Teil auch noch Stacheldraht. Es ist ein Leben im goldenen Käfig. Als ich dann hierher kam, in die Hüllung, dann war das für mich so richtig Luxus pur, weil hier hat man die Freiheit und im Wald oder auch hier zu laufen, ist einfach so viel mehr. Hier setze ich mich aufs Radl und fahre durch den Wald irgendwo an den Weiher und das ist einfach herrlich. Das ist, für mich ist das Luxus, weil ich das so lange nicht hatte. Wenn man neu hierher kommt, sollte man eigentlich für alles offen sein. Es gibt so viele tolle Sachen zum Sehen. Wir haben hier auch wirklich diese Naherholung, die uns so wichtig ist, überall erkannt. Und man darf auch nicht die Geduld verlieren. Die Oberpfälzer, wenn man nicht locker lässt, das sind solche Herzmenschen und die nehmen einen dann ganz gern auf. Es ist einfach schön. Sport war immer ein Thema in meinem Leben und deshalb bin ich auch in den 3 Sportvereinen, Teublitz, Burg Lengenfeld und Maxhütte, zum einen durch die Kinder dazugekommen, weil es noch keine Gruppe gab für die und zum anderen auch, weil es einfach Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten. Ich finde es ganz toll, dass es die Möglichkeit hier gibt, dass man das den Kindern anbieten kann. Und meine Kinder sind zwar schon lange aus dem Alter raus, aber ich hänge immer noch im Verein fest und das mit Freude. Hier gehe ich durchgehend von Oktober bis Ostern zum Eisbaden. Das macht richtig Spaß. Schön, dass wir hier sind. Es ist schön, hier zu leben und wir freuen uns, dass wir hier sind. Und natürlich lebe ich hier.